Moin, moin, ihr Lieben, herzlich willkommen hier auf Karls TV. Ich bin hier gerade in Lohburg auf einer Walnussplantage, wie ihr sehen könnt. Das ist meine liebe Kollegin Ruth. Moin, moin. Und das hier ist die kleine Rudi und ich bin natürlich Lisa. Du sag mal, Ruth, warum sind wir hier in Lohburg auf einer Walnussplantage? Weil Robert Dahls Familie mütterlicherseits hier 700 Jahre gelebt hat, nach dem Krieg enteignet worden ist. Die Familie hat hier ein Rittergut bewirtschaftet. Und Robert das dann 2011 wieder kaufen konnte und das eben halt auch gemacht hat. Das klingt ja sehr spannend. Und warum gerade Walnüsse? Also was ist der Grund, dass er hier jetzt Walnüsse anpflanzt? Ja, Robert liebt Walnüsse, er isst sie sehr gerne. Und ihm kam dann auf einer Autofahrt die Idee, dass er hier in Lohburg Walnüsse anbauen könnte. Erdbeeren waren zu weit weg, aber Walnüsse gingen gut. Und das hat er dann auch Gott sei Dank in die Tat umgesetzt. Was ist das Schwierige daran, Walnussbäume zu pflanzen? Also das Schwierige ist höchstens, dass wir sie richtig pflanzen sollten. Und zwar die Veredelungsstelle muss also etwas über dem Boden liegen. Sie darf also nicht im Gegensatz zum Beispiel zu Rosen unter dem Boden liegen, unter der Oberfläche. Und Walnüsse haben schon auch einen gewissen Anspruch an den Boden. Der Boden muss also durchlässig sein, es darf keine Staunässe sein. Und wir müssen hier auch immer beachten, dass die Gegend hier spätfrostgefährdet ist. Okay, und wann rechnet ihr mit dem ersten Ertrag von den Walnüssen? Also die ersten kleineren Erträge werden wir so in 3 bis 4 Jahren haben. Walnüsse tragen richtig erst nach 10 bis 15 Jahren und werden aber sehr alt. Bäume können also bis zu 120 Jahre alt werden. Und wir haben dann also durchaus auch Erträge bis zu 100 Kilo pro Baum. Das klingt richtig gut, aber mit was können wir dann rechnen? Also was macht ihr leckeres dann aus den Walnüssen? Also wir werden auf jeden Fall Speiseöl rausmachen, Likör herstellen. Wir werden auch Kosmetik daraus machen. Und es gibt ja noch ganz viele andere Ideen, zum Beispiel Walnuss in Honig, Walnuss-Senf, Walnuss-Ketchup. Es ist also sehr vielseitig, was wir daraus herstellen können. Und nicht zuletzt sogar auch die Blätter können wir verwerten. Daraus kann man einen sehr schmackhaften Tee bereiten. Vielen Dank für das Interview. Wenn ihr mehr über die Walnussplantage oder allgemein über Karls erfahren wollt, dann schaut einfach mal vorbei auf unserer Internetseite karls.de. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal auf Karls TV. Tschüss! Ciao!